Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Seelenfreude-Challenge, Tag 1. Schauen wir mal, wer hier alles live dazukommt. Schreibt es mir doch gerne ins Kommentarfeld rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin, damit ich weiß, dass ich hier nicht vor der Kamera quatsche und keiner sieht oder hört mich. Schreibt mir das doch gerne mal rein oder schickt mir einen Daumen hoch oder ein Herzlein, damit ich das weiß. Hallo, liebe Karin, schön, dass du da bist. Bin ich gut zu sehen und zu hören? Du bist gerade die Einzige, die ich hier sehe, dass sie dabei ist. Schreib mir doch gerne mal rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Karin, von wo bist du eigentlich zugeschaltet? Schreib mir doch das auch mal gerne rein, von wo ihr zugeschaltet seid. Also das ist im jetzigen Zeitalter ja schon genial, was man da alles so machen kann, wie man sich untereinander vernetzen kann. Liebe Karin. Oder jemand von euch, ich sehe, es sind einige Zuschauer dabei. Schreibt mir doch mal rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Da können wir auch schon mal starten gleich zum Tag 1. Hallo, liebe Carmen, alles perfekt, wunderbar. Vielen, vielen Dank. So, ihr Lieben, Seelenfreude, Tag 1. Schön, dass du dabei bist. Also, es geht ja jetzt darum, die nächsten 2 Wochen mal die Tage auf eine andere Art und Weise zu beenden, ein bisschen freudvoller, mit einem zufriedenen Lächeln den Tag zu beenden und zu Bett zu gehen. Und jeder von uns, du, ich, wir haben heute alle irgendwo mehr oder weniger ja unseren Tag gewuppt, auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir sind da immer so sehr, und wir hatten auch eben ein ganz tolles Live-Call, was ich mit meinen wunderbaren Akademikerinnen in der Gruppe hatte. Schon gedacht, ich verspäte mich hier, weil es heute ein bisschen länger ging. Habe es gerade noch so geschafft, hier jetzt live zu kommen. Das war eben unter anderem auch unser Thema, wie sehr wir dazu geneigt sind, uns selbst zu be- und verurteilen. Und wie sehr wir dazu geneigt sind, diese Dinge, die tagsüber gut gelaufen sind, die wunderbar waren, hallo liebe Birgit, überhaupt nicht zu sehen und anzuerkennen. Wo es irgendeine Instanz in uns gibt, die dazu geneigt ist, uns dazu zu verleiten, die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu richten, die heute nicht so prickelnd waren. Diesen Dingen, die heute nicht so prickelnd waren, die uns haben unzufrieden lassen, die uns haben unzufrieden lassen, stimmt das? Die dazu geführt haben, dass wir uns jetzt unzufrieden fühlen, ist besser. Ich habe jetzt 2 Stunden lang gequatscht. Klappt jetzt nicht mehr so richtig. Also, ich kenne das nur zu gut von mir und vielleicht kennst du das auch. Ich bringe da mal ein anderes Beispiel, mal was ganz Krasses, damit du weißt, wovon ich hier spreche. Hallo, liebe Hedwig. Als ich vor einigen Jahren, das war 2015, glaube ich, meinen ersten Kongress durchgeführt habe, Lebensfreude-Kongress. Damals einer der größten Kongresse mit 50 wunderbar genialen Sprechern und Experten. Riesige Nachfrage. Habe bei 50 Anfragen von Experten dann auch wirklich gesagt, ich kann jetzt nicht mehr annehmen, sonst wird das auch für die Teilnehmer zu viel. Und habe da einfach mal einen Cut gemacht. Und dann ist der erste Kongresstag da gewesen. Ich hatte über 6000 Anmeldungen. Und an 6000 Leute ging dann eben morgens die Mail raus. Und ich war voller Erwartung, da ist ja so ein Kongress, das ist ja wirklich eine Heidenarbeit, das zu machen und alles zu organisieren und, und. Ich bin ja da immer so ein Typ, der einfach macht, ohne drüber nachzudenken, einfach machen, lieber unperfekt starten, als perfekt erst gar nicht anzufangen. So, und dann war dieser besagte erste Kongresstag und morgens um 5 ging die Mail raus und das Postfach füllte sich mit Antwortmails.
Und die erste Mail, die ich aufgemacht habe, das war eine Mail mit gefühlten 5 Seiten Kritik über mich. Wie meine Frisur ist, wie meine Aussprache ist, wie meine Kleidung ist, wie meine Art der Interviewführung ist. Also Kritik über Kritik und über Kritik und über Kritik. Mir standen dicke Krokodilstränen in die Augen, die dann auch geflossen sind. Und damit hat mein Gehirn sich den ganzen Tag beschäftigt mit dieser einen wirklich heftigen kritischen Mail. Und diese anderen Mails mit viel Anerkennung, Lob und ja, die sich einfach gefreut haben, was ich da auf die Beine gestellt haben und die mir Danke gesagt haben, das habe ich in dem Moment überhaupt nicht gesehen. Oder ich wollte es nicht sehen. Das hat ja, es waren ja die meisten, aber eine einzige riesengroße Kritik war dabei. Und damit hat mein süßes Köpfchen sich beschäftigt. Da lag meine ganze Aufmerksamkeit und hat mich schlecht fühlen lassen. Ja? Und darauf möchte ich heute mal hinaus, damit möchte ich mal mit dir starten. Lass mal den Tag jetzt Revue passieren. Ich weiß auch gar nicht, was da so wirklich in uns vorgeht. Wir sind so immer wirklich dazu geneigt, die Aufmerksamkeit dann wirklich auf die Dinge zu richten, die noch nicht so rund laufen. Irgendein Gen ist da in unserem süßen Gehirn drin. Und das raubt uns ja letzten Endes Energie. Das lässt uns ja nicht weiter wachsen, lässt uns ja nicht weitergehen, lässt uns ja nicht wirklich ein freudvolles, glückliches Leben gestalten, lässt uns ja nicht wirklich in unsere wahre Größe, in unser wahres, unendlich großes Wesen kommen. Ja? Und das jetzt mal so zum Bewusstmachen. Jetzt geh mal für dich bitte den heutigen Tag durch und such dir jetzt mal bitte 3 Dinge raus, die du heute wirklich großartig gemeistert hast, die wirklich richtig gut waren. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn du die Aufmerksamkeit darauf richtest, findest du auch wenigstens 3 Dinge, die heute richtig gut waren. Sei es, dass du dir Zeit für dich selbst gegönnt hast. Sei es, dass du, keine Ahnung, heute Morgen, so ging es mir heute Morgen, ich habe heute Morgen ein bisschen mit mir gekämpft, ob ich raus laufen gehe, wie ich das sonst auch mache, oder ob mein Köpfchen siegt und mir sagt, draußen regnet, es ist gerade kein guter Zeitpunkt da, um den Block zu laufen. Also das ist etwas, wofür ich mich anerkennen kann, dass ich heute Morgen trotzdem laufen war. Such dir mal bitte 3 Dinge raus, die du heute gut gemeistert hast. Egal was, muss nichts Großartiges sein, einfach nur 3 Dinge. Und vielleicht magst du es gerne auch hier mal mit uns teilen. Also bei mir ist es, dass ich heute Morgen, trotzdem ich so kurzen Rückzieher gemacht habe, laufen war. Bei mir hat sinnigerweise auch das Universum noch ein bisschen mitgespielt, denn als ich so ernsthaft nochmal mit dem Gedanken mich beschäftigt hatte, heute mache ich meine Morgenroutine mal drin und gehe nicht raus an die frische Luft laufen, in dem Moment ist meine Tochter aufgestanden und hat ihre Laufschuhe angezogen. Da konnte ich ja nichts anderes, als auch meine anzuziehen und mitzulaufen. Und ja, ich hatte heute noch 2 wunderbare Calls mit Akademikerinnen, die ich begleiten darf. Das erfreut auch total mein Herz, wenn ich sehe, wie ich da helfen kann, Menschen in ihre Größe zu führen. Ich teile es jetzt einfach nochmal mit dir. Was ist das Dritte? Ja, das Dritte ist was ganz Banales, dass ich, was heißt banal? Ist gar nicht banal. Ich bin jetzt auch so dabei, das nochmal unter den Scheffel zu stellen. Dass wir heute Mittag ein tolles Meeting mit meinem Team hier hatten, das ja in erster Linie aus der Family besteht, aber wir hatten heute Mittag ein tolles Team, wo wir über weitere Schritte gesprochen haben. Also das sind so die 3 Dinge und du siehst, es sind große Kleinigkeiten oder kleine großartigen Dinge, die einem ein gutes Gefühl verschaffen rückblickend. So, was ist es jetzt bei dir? Was hast du heute Großartiges erschaffen? Was hast du heute gemacht, für das du dich jetzt anerkennen kannst? Schreib es doch mal gerne hier ins Kommentarfeld rein. Trau dich mal, und zwar allein auch unter dem Aspekt.
Schau mal, indem ich das jetzt hier so ganz offen mit dir teile und indem du das hier auch ins Kommentarfeld reinschreibst, gibst du es nochmal zusätzlich auf eine andere Art und Weise ans Universum raus, sendest diese Energie raus und hast die Chance damit, noch mehr von diesen Energien anzuziehen. Manchmal sehe ich die Kommentare hier nicht direkt auf dem Smartphone. Deshalb kann es sein, dass du schon reingeschrieben hast, aber schreib doch gerne mal, wenn du es noch nicht gemacht hast, teils doch gerne mal mit uns hier in dieser geschlossenen Gruppe hier. Was sind die drei Dinge, für die du dich heute anerkennen kannst, was du heute Wunderbares gemacht hast? Vielleicht hast du in der Mittagspause einen Waldspaziergang gemacht oder hast dir mal erlaubt, mit dir selbst zu sein oder hast dir irgendetwas gegönnt heute oder hast heute deinem Körper mal ein bisschen mehr frische Energie gegönnt, was auch immer. Nimm mal so drei Dinge in dein Bewusstsein und teile das doch gerne mal hier in der Gruppe mit uns. Oder schreib es auch einfach nur für dich mal auf, wenn du warum auch immer es hier nicht teilen möchtest. Dann schreib mal die drei Dinge für dich auf. Und dann tauch mal in diese drei Dinge ein. Schließ gerne mal die Augen, tauch mal in diese drei Dinge ein und fühl mal, was für ein gutes Gefühl dir das verschafft. Und alles andere, was dich jetzt noch denken lässt, ja, aber das und das war aber heute auch noch, das ist nicht so gut gelaufen. Stell dir einfach mal vor, wie es wäre, wenn das einfach nur ein interessanter Gedanke wäre und du weiter damit nichts machen müsstest, geschweige denn damit in Resonanz gehen und dich damit in eine niedrigere Energie dich begeben würdest. Was wäre, wenn du jetzt einfach nur in diese wunderbare Energie eintauchst von den drei Dingen, die heute für dich ganz persönlich großartig waren und alles andere, was heute vielleicht nicht so rund gelaufen ist, dass du damit jetzt einfach gar nicht mehr in Resonanz gehst. Die Birgit schreibt, ich habe heute früh meine Termine für den Singkurs für das Frühjahr 2020 abgegeben. Super. Das Licht am Auto richten lassen und, mal gucken, ob ich da noch mehr lesen kann, nee, mehr kann ich nicht lesen, die Hedwig schreibt, habe heute ein gutes und motivierendes Gespräch mit einer Mitarbeiterin geführt, habe am Nachmittag Sport gemacht und mein Mantra angehört, super, sehr schön. Maria, ich habe mir heute eine Massage gegönnt, weil ich super starke Kopfschmerzen hatte. Ich war mit meinem Mann Kaffee trinken, ich habe mich heute, mal gucken, ob ich da mehr Zeit mehr anlesen kann. Nee, geht leider jetzt nicht übers Handy. Aber sehr, 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 sehr cool, Maria. Was auch immer es noch ist, ist ein dritter wunderbarer Punkt. Ganz bestimmt, ich schaue es mir nachher am Computer an. Ah doch, jetzt geht's. Ich habe mich heute eine Herausforderung gestellt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Danke fürs Teilen hier. Die Birgit schreibt, noch meinem Körper die Ruhe gegönnt, die er wünschte. Auch jetzt gönne ich ihm das, wessen er bedarf. Ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Sehr, sehr schön. So, ihr Lieben, jetzt schließt mal bitte die Augen und geht mal in diese Energie rein. Diese drei Dinge, die ihr gerade euch notiert habt und die ihr hier in der Gruppe geteilt habt, für die ihr euch anerkennen könnt, für die du dich anerkennen kannst. Nimm mal diese Energien wahr, diese wohlwollenden Energien, nimm mal wahr, wie gut das tut. Bade dich mal in diesen Energien. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wie es wäre, wenn du aus dem ganzen Universum noch viel mehr von diesen wunderbaren Energien jetzt zu dir ziehen könntest. Wenn du dem Universum und allem, was ist, erlauben würdest, noch viel, viel mehr von diesen Energien zu dir fließen zu lassen. Und dann lade ich dich ein, es dir auch zu erlauben, dass von diesen Energien, in denen du dich gerade badest, die so schön heute für dich waren, die dir so viel Energie geschenkt haben für
die du dich jetzt anerkennen kannst. Erlaube dem Universum und erlaube dir selbst noch viel mehr von den Energien jetzt zu dir fließen zu lassen. Nimm sie an. Du kannst dir auch gerne vorstellen, wie du Atemzug für Atemzug diese Energien jetzt zu dir fließen lässt. Stell dir gerne vor, wie du noch mehr von diesen Energien jetzt einatmest, wie du sie annimmst, wie du diesen Energien erlaubst, deinen physischen Körper zu durchfluten und zu durchpulsen. Wenn dein Denker jetzt sagt, was redet die da? Beobachte einfach den Denker, der darf das in Frage stellen. Aber spür mal, was es mit dir macht, wenn du dir vorstellst, wenn du noch mehr von diesen wunderbaren Energien atmest, zu dir fließen lässt, in deinem physischen Körper aufnimmst und über deinen physischen Körper wiederum hinausströmen lässt, in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins. Fühl mal, wie es dir dabei geht. Vielleicht mag da auch so ein zufriedenes Lächeln auf dein Gesicht huschen. Fühl mal, wie es dir dabei geht. Sehr schön. Und vielleicht magst du es ja auch mal hier teilen, wie es dir dabei geht. Vielleicht magst du es hier mal teilen. Fühlst du dich besser? Schreib einfach mal ein Ja hinein. Oder was macht es mit dir, so in diese Energie abzutauchen von den drei Dingen, die heute großartig für dich waren und noch mehr von diesen Energien in dein Leben zu ziehen? Was macht das mit dir? Fühlst du dich dabei besser? Und wenn du dieses Lächeln, das du jetzt dir auf dein Gesicht hast zaubern lassen, wenn du mit diesem Lächeln jetzt zu Bett gehst und mit so einem zufriedenen Lächeln einschläfst, glaubst du, dass du dann in einen etwas erholsameren Schlaf auch findest? Was macht das mit dir? Teil's mal gerne noch mit uns hier in unserer Gruppe. Also wie du siehst, mir zaubert das ein absolut zufriedenes Lächeln ins Gesicht. Und jetzt stell dir vor, du nimmst dieses Lächeln und gehst mit diesem Lächeln jetzt bald, gleich, später zu Bett und schläfst mit diesem zufriedenen Lächeln in Gedanken an die drei Dinge, die heute für dich großartig waren, die du dir heute gegönnt hast, ein. Hedwig schreibt, macht zufrieden und glücklich, genau. Sehr schön, danke. Ja, und dazu lade ich dich ein, mit dieser wunderbaren Energie, die du dir jetzt erlaubt hast anzunehmen, die du jetzt erlaubt hast in dein Leben fließen zu lassen, anzunehmen und weiter strömen zu lassen. Stell dir einfach vor, du kannst diese Energie jetzt so nicht feststellen, aber dich in dieser Energie baden. Feststellen ist der falsche Ausdruck, weil Energie will immer fließen. Du kannst in dieser Energie jetzt baden und mit dieser Energie, in der du jetzt badest, diese freudvolle Energie, mit der gehst du heute Abend zu Bett, mit diesem zufriedenen Lächeln im Gesicht und schläfst damit ein. Und hast ein gutes Nächtle, findest einen guten Schlaf und wachst morgen früh so ganz erholt auf, weil du einfach mit einem zufriedenen Lächeln, mit den Gedanken nur an die drei Dinge, die heute wunderbar waren, und weil du dir erlaubt hast, noch mehr von diesen Energien anzuziehen, heute, morgen, übermorgen. Stell dir vor, wie dieser Energiefluss einfach immer da ist und zu dir fließt. Und dann einfach in die Beobachterrolle gehen, wie es dir dabei geht, wie du dich fühlst. Okay? Alles Liebe, ganz liebe Umarmung, hab ein gutes Nächtle und ich freue mich auf dich morgen Abend nochmal um 21 Uhr. Alles Liebe, gutes Nächtle, ciao, ciao.